keinen Quatsch machen, Gregor. Was ist das? Oh, das ist gut geklappt. Drehendes System Shock? Das ist diese Station in System Shock. Ja, aber sieht sie auch aus wie ein Kissen? Die sieht doch eher wie so ein Zylinder aus. Ja, mein da noch, ich beweise dir hier, ich kämpfe gegen die Physik, ich beweise hier krasse Skills und du willst immer noch über den Detailgrad reden. Jetzt System Shock, das Remaster, Remake, Reimagination, Remake, Remaster mit Gregor und mir. Mach's nochmal. Mach's nochmal. Nee. Sag mal, könnte das die Station sein, die im Intro so sich dreht und fliegt? Gregor, Zwinger, Zwinger, du bist ja ein ganz Schlauer. Ja. Ja, zeig die mal ganz kurz. Liebe Regie, zeig die wenigstens einmal, dass man die von der Perspektive aussieht. Sie sieht immer noch nicht aus wie ein Kissen. Aber ich hatte auch nicht jetzt Zeit, da noch irgendwie so ein Holzbein durchzufällen. Du sprichst ich aber eher 2001 an Weltraum. Auf die Drehung. Ich hätte sagen müssen, das ist die Venus. Oder naja, da fehlt auch was, ne? Na gut, die Station hier sieht ein bisschen aus wie so die Star Trek Station, ne, so von The Motion Picture oder sowas. Die so länglichen, wo die dann immer landen. Ja, die erinnert mich total an so Perry Rhodan. Mhm. Weißt du, diese Airbrush Sci-Fi Cover. Ja. Gerade Perry Rhodan, oder es gab noch so ein paar andere, ich kenne die nicht alle, mein Vater hatte die immer ja lang immer rum und ich fand immer nur die Cover cool, aber die hatten noch so diese 60er Jahre Ästhetik, so dieses runde. Klar, ich seh da, wenn ich an Perry Rhodan denke, denke ich immer nur so an Orange, ja, entweder waren es orange Planeten oder Wüstenlandschaft, wo der irgendwie weil das so Signalfarben am Kiosk sind. Ja, so. Ja, genau, das setzt sich ab, das verkauft sich, dass du es mitnehmen kannst. Ich habe mir zuletzt die Blu-rays von Captain Future geholt. Wir hatten uns unterhalten über alte Sachen und da gab es die im Angebot und ich habe mir die geholt. Captain Future. Jan Tenner, der Sprecher, hat da eine kleine Rolle. Nee, echt? In Captain Future. Als irgendein Captain der Aliens, der die Leute, der Otto gefangen nimmt. Captain Otto. Es war super weird, die Stimme von Jan Tenner da aus anderen Personen zu hören. Und nicht der krasseste. Ja. Er ist plötzlich mal nicht der krasseste. Er ist einfach so ein Flöten-Otto. Ja, einfach nur ein Flöten-Otto aus der zweiten, dritten Reihe. Da hat er gar keinen Bock drauf, der Jan Tenner. Auch der Sprecher dachte, also eigentlich spreche ich ja hier die Hauptrolle. Eigentlich bin ich der Schäppke hier, aber so. Ist aber gut, dass du es gerade sagst, wirklich, weil wir spielen System Shock. Da ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Neben dieser 2001-Anspielung, die ich auch gemacht habe, weil 2001 ja die durchgeknallte AI hat System Shock damals, glaube ich, nicht zum ersten Mal, aber es doch auf ein neues dramaturgisches Element Level gebracht, hat System Shock auch eine AI gehabt, die rogue gegangen ist und sozusagen die Raumstation offensichtlich nicht theorisiert, will ich nicht sagen, weil man kommt da ja hin und weiß gar nichts. Aber sie hat den Kontakt abgebrochen. Mhm. Es ist offensichtlich ein Problem mit der KI. Ich hab jetzt ein Wortspiel für dich. Wie heißt diese KI nochmal? Perry Shodan? Sehr gut. Und da zeigt sich Shodan. Ja, aber da zeigt sich mal wieder, das ist die Nerd-Quiz-Grundskills einfach hier. Weil ja, du spielst es nicht, kennst es kaum, aber du weißt, wie der Bösewicht heißt. Es ist sehr interessant, weil ich meine, viele Leute sagen ja auch hier, System Shock, Bioshock, es sind natürlich die Verbindungen da und Bioshock war nochmal ein bisschen was anderes, aber Shodan kennst du natürlich, selbst wenn du nicht in diesem Ökosystem mit dabei bist, ja. Aber auch ein bisschen vielleicht das von HAL 9000 abgeschaut, aber was ganz eigenes. Und das führt ja direkt zu GLaDOS auch hin, ne? Muss man auch sagen, im Endeffekt. Das kann man so auch genauso ziehen, die Linien. Ne? Es gibt nicht so viele markante AI-Stimmen, sag ich mal, in diesen, also vielleicht, mir will jetzt noch bei Halo und so, mir fallen schon noch einige ein, aber das sind schon wirklich die wichtigsten gewesen, diese zwei, drei. Und lass uns mal jetzt gleich ins Spiel gehen, weil da wird noch viel gelabert, aber gut, dass wir jetzt schon mal drüber reden. Wir werden ab und zu natürlich die Klappe halten, weil es ein atmosphärischer Sci-Fi-Rollenspiel-Mix ist. Der, und das vielleicht noch kurz gesagt, im Original sah er halt damals cool aus, lief bei mir zu Hause ziemlich rucklig und schäbig in kleineren, unaufgelösten Geschichten. Also war wirklich, deswegen habe ich es auch nicht lange gespielt, weil es lief auf meinem Rechner damals nicht sonderlich gut. Und dann gab es eine Remaster-Version und das ist jetzt aber ein Remake, aber in der Ästhetik des Originals. Mm, ja, alles, was ich davon gehört habe. Kann man umschalten? Ich glaube nicht, dass du hier umschalten kannst. Aber es sieht schon so aus,
wie man es erinnert. Nur, wenn du es dir heute im Original anguckst, wirst du merken, ah, es ist doch schon hässlich. Ich kenne das ist schön. Die Zeitschriftentests von damals, weil ich keinen PC hatte zu der damaligen Zeit. Ja. Ich habe im letzten Jahr ein bisschen den Zweier nachgeholt für den Retro-Club, weil der hat ja nochmal sein ganz eigenes Ding dann gemacht. Aber ich bin überhaupt nicht vertraut mit dem ersten System Shock. Und ich hatte auch das Remake im Blick gehabt, vor allem, weil das ja auch sehr lange in Arbeit war. Ich meine, die hatten sogar mal angefangen und wieder neu angefangen, weil das nicht ganz so zusammengekommen ist. Ja. Ich habe auch eigentlich sehr viel Positives jetzt gehört, wie aufwendig das Remake gemacht ist, aber wie du auch schon gesagt hast, es hält sich dann doch traditionell an diese Mid-90er Computer-Game-Rollenspiel-Adventure-Werte, die natürlich mittlerweile sehr weit vorangeschritten sind und sehr viel davon inspiriert wird, also vielleicht ein bisschen oldschool anfühlt, das habe ich im Kopf. Und dazu kommen noch Sachen, die du auch kennen wirst, nämlich Tagebücher, beziehungsweise Logbücher. Resident Evil war nicht der erste, bei dem sie alle ihre Gedanken aufgeschrieben haben. Oh ja. Die Story erzählt sich hier eben auch ein bisschen dadurch. Okay, und ja, ansonsten ist es straight, wie du gesagt hast, schon so ein Mix. Lass einfach mal starten, da kommt eh noch Kram. Hier kannst du noch, das finde ich auch noch recht unique, kannst du es dir genau einstellen. Ist der Schwierigkeit. Ich habe also nicht jetzt hier Skillpunkte, die ich mache. Also ich zum Beispiel habe es jetzt auf durchschnittlich 2 gespielt und fand es auch durchschnittlich okay in all diesen Belangen. Wie aber du kannst denn es dir halt individuell einstellen. Ist der Kampf Echtzeit hier oder rundenbasiert? Nö, der ist Echtzeit. Okay. Aber du hast so ein Ego-Fenster. Also das geht, du kannst das schon ganz normal machen. Mission, Shodan beobachtet jeden Schritt. Also ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Cyber. Das weiß ich auch nicht. Sicherheitsprotokolle während Cyberwesen Sichtkontakt angreifen. Ich würde auch bei normal erstmal bleiben, einfach vom Gefühl dafür zu bekommen. Ich muss dazu sagen, bei Rätsel war auf normal. Ich habe direkt am Anfang schon wieder so lange gebraucht und es ist eins der am meisten kopierten, gemimten Rätsel der Rollenspielgeschichte. Und ich saß trotzdem davor wie ein Ochse. Also ich bin gespannt, ob du gleich drauf kommst. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich kennst du den Code ohne das Rätsel zu lösen. Ja, checken wir einmal, wie clever ich bin. Das wäre nämlich auch eine Nerdquiz-Frage. So, jetzt bin ich aber auch ruhig. Liebe Regie, ihr könnt ja gerne auch mal Vollbild schalten. Bei so Atmokram, wenn ihr wollt. So viel ist davon nicht. Die Mucke auch, ne? Jetzt noch ein Klopp. Bei all den vielen Cyberpunk-Sachen, die wir bekommen haben. Das 80er-Kind in mir freut sich, wenn man sowas sieht. Ja, ich mag das irgendwie trotzdem immer noch. Neonfarben und Nebel und fliegende Autos. Das wird nie wirklich schlecht werden. Man kann überdrüssig werden, aber es ist einfach als Setting cool. Aber da muss dann noch solche Mucke laufen. Ja, bitte. Und Drachen. Drachen braucht man auch. Das ist geil, oder? Mhm. Schöner Übergang. Man sieht wirklich auch rein. So ein bisschen wie in Aliens, diese eine Firma, die alles vereint, mehr oder weniger. Und das hier, die haben die Citadel-Station quasi in Beschlag, oder? Ja, das ist erzählen. Ja, der Betrieb, der Leiter und Betriebs gehört zu Trioptima. Also Trioptima genau, ist die Firma, ne? Das meinst du, ja. Okay, ja. Weyland Yutani. Genau, es ist im Grunde Weyland Yutani und typische Cyberpunk, so eine große Mega-Corporation. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere, aber es ist auch nicht so. Ich dachte, das wäre ein Ladescreen. Ist auch nicht so relevant jetzt. Das ist ja jetzt erstmal die Vorgeschichte. Ich merke schon, du hast dasselbe leichte Problem wie ich mit dem Controller, ne? Es ist sehr empfindlich, habe ich das Gefühl. Ich glaube, man kann es auch umstellen. Ich guck mal, ob ich die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen kann. Ja, für mich steht es und fällt es ein bisschen mit der Controllersteuerung, wie gut fühlt sich das Bewegen alleine an, ne? Ja. Und wenn du die Empfindlichkeit runter zur Hälfte machst oder so, dann geht das. Und ich mach mal, was auch immer Cyberspace hier ist. Okay. Ja, wir probieren es mal. Obwohl, ich glaube, das ist schon ein bisschen verträglich. Ja, also, ich kann hier in der Ego-Perspektive herumgehen und ich schätze mal interagieren mit Krams. Drücke, was? Sci-Fi-Klo, Sci-Fi-Küche, Sci-Fi-Spiegel. Ja, die alle mal dunkel sind, die Spiegel, damit sich nichts spiegelt. Ja, und ich denke mir das so häufig. Klos sind immer dieselben und Spiegel auch. Und ich denke mir dann, seid doch mal nicht innovativ.
sondern überlegt mal euch, seid mal kreativ, macht mal was Fantastisches. Ja, mal ein neues Space-Klo. Alleine, wo man sich fragt, wie haben sie es gemacht? Wie die Muscheln. Ne? Genau das wollte ich gerade sagen. Ich meine, hast du die geleakte Version von Duke Nukem Forever mal jetzt gesehen? Ne? Da haben wir privat die zusammengebaut. Ich glaube, ich meine da, die drei Muscheln gesehen zu haben. Ja, okay, das passt aber auch gut, ja. Okay, kann ich hier raus? Also ja, vielleicht sollte ich dir, ich weiß gar nicht, ob ich dir da helfen kann, weil ich weiß es auch gesagt nicht. Battlehawks. Du kannst halt rumlaufen, du kannst ganz viele Sachen einsammeln. Ich weiß allerdings hier nicht, an den Rechner musst du. Okay, lock and succeed. Hier kannst du nicht viel einsammeln. Oh, ich habe gleich schon mein Cyberdeck hier, so ein bisschen, oder meine Hacker-Gloves. Ja, hoffentlich sind sie Hacker-Gloves und nicht von irgendeiner erotischen App. Du brauchst deine Hände gar nicht mehr. Feel good gloves. Schön hier die BAT-Datei starten. Ja, so wird gehackt. Merkt euch das. Okay. Neutral implant. Bin auf einem USB-Stick. Ja, aber da wird direkt alles erklärt. Oh, ne? Warte mal. Okay, ja. Und jetzt kommt schon hier Johnny Mnemonic. Schnell. Style. Und ich habe den Stick noch in der Hand. Aber nicht, wenn ich ihn runterschlucke. Das fand ich weise. Was war denn mein Plan jetzt gerade? Zeig mir den Finger und dann Ufid. Vor allem, ich habe den Stick in der Hand. Also ja, ich dachte auch, beim ersten Mal gucken, dass er schnell noch irgendwas damit macht. So runterschlucken, verstecken, irgendwie so da drin, aber nein. Wenn du weißt, sie kriegen dich eh, willst du ihn dann wirklich runterschlucken, weil dann weißt du, sie holen ihn raus. Ja, dann willst du dir das echt geben. I'm currently attending to other affairs on the station, but I have a job for you. If you do it, you'll be rewarded. Refuse, and you won't be leaving the station in a shuttle. I see. Ich glaube, du kannst schon gucken. Time. Oh, kann ich? Nee, noch nicht. Good. Ach so, du hast die Kapuze noch. Au, der Cyber-Butler spricht mit mir. I'll make you a deal. Cyber-Butler. You cooperate, and I'll give you the implant you tried to steal. Surgery and all. Consider it a gift. Besides, what surgeon would you prefer? Try Optimum's Elite or some black market hack job? Fantastic. This is Shodan, the station's AI. She controls just about every system on Citadel Station. I need you to remove the ethical restraints. They've been a bit of an issue of late. Es ist nie eine gute Idee, die Ethikroutinen zu löschen. Von einem bösen Supercomputer. Ja, aber er hat ja keine Chance. Er hat keine Wahl, ja. Also ich möchte das Implantat haben. Das wurde mir jetzt versprochen, das, was ich klauen wollte. Wenn ich ihm helfe, Shodan die ganzen Routinen zu löschen. Ja, du musst die seine Moral- oder Ethik-Routinen löschen. Ja, und Shodan ist verantwortlich für das Steuern der Citadel-Station. So genau. Hell 9000, das bei Rises. Ich finde es auch super interessant, wie das hier passiert. Weil man tatsächlich nachvollziehen kann, was da passiert. Mhm. Also mit dem Menüstruktur. Immerhin, also er hackt jetzt nicht 20 komische kryptische Zeichen ein. So, hat er mir jetzt das Implantat gegeben oder hat er mir einfach nur hier, okay, und jetzt landest du da auf der Station. Haha, ich hab dich. Oder hat er irgendwas anderes initiiert, so eine Dosenwurst oder so. Mini-Winnie-Würstchenkette. Ja, die Mini-Würstchenkette. Und sie guckt auch noch zum Teil raus. Ich hab sie nicht mal zugemacht. Ich würde dann gern beim Doktor sein, wenn er das Röntgenbild macht. Ja, ich glaube, sie haben Mini-Winnie-Würstchenkette. Diagnose-Würstchenkette. Genau wie Karl und Dianette. Ey, das ist super gut. Na, wenn die uns mal die Werbung, wir würden es wieder groß machen. Das ist doch jetzt schon der Werbespot, das ist doch schon fertig. Also drücke, oh Gott, rechter Stick. Das ist so unfassbar klein. Das ist hier der Links-Button. Also nicht Select. Vielleicht gibt es hier, also wir spielen das auf dem Fernseher jetzt gerade, auf einem großen, aber wir sind relativ weit weg. Vielleicht können wir die Untertitelgröße. Das kann nicht schaden. Das ist Grafikeffekte. Gameplay vielleicht. Minimap. Aber das müsste eigentlich gehen. Hast du Benutzeroberfläche, Anzeige? Anzeige, okay. Auflösungs. Ah, nee, das ist für internes das nicht. Rendern. Housing da unten vielleicht. Sichtfeld. Nee, auch nicht. Okay, ist schon. Real Space. Interessant. Nee, die Steuerung. Geh nochmal. Barrierefreiheit. Genau. So, Hotkey-Leisten, Untertitel anzeigen. Hat Opazität? Nee, leider auch nicht.
Okay. Na gut, LB meintest du sowas, ne? Nein, ich meinte nicht LB, ich meinte, das hier ist... der Backbutton ist. Der Backbutton Select, ja, meinte ich. Okay, damit komme ich auf mein Inventory, was ich jetzt... okay, wenn ich mit dem so kann ich die Kamera lenken und wenn ich mit dem Backbutton bin, macht der Link... Also in deinem Menü, Stick, ja. Das Menü hier, was du normalerweise ja mit der Maus steuern würdest am PC. Darf genau, normalerweise machst du halt Tab und wir haben auch eine Tastatur hier mit Maus, aber ich glaube, du wirst es nicht brauchen. Ja, ich will es mal probieren. Ich sag nur eine Sache, Vorsicht, was du mitnimmst. Oh. Denn du kannst halt alles mitnehmen und das wenigste hat irgendeinen Sinn. Also du hast irgendwann einfach einen Haufen Schrott. Aber hier steht Müll. Ja. Trioptimum Handbuch, Müll. Es ist wirklich Müll. Also Müll brauchst du wirklich nicht mitnehmen. Es sei denn, Müll. Du möchtest es recyceln. Okay, entschuldige, ich hab so einen leichten Fallout-Vibe bekommen. Einfach alles rein damit. Ja, das ist der Klassiker, der klassische Fehler. Die chinesische Schere. Okay, ich guck mir jetzt nicht alles an hier. Nö, du kannst dich eigentlich umgucken. Es gibt aber schon, und das ist ein bisschen das Gemeine, ist auch ein altes Spiel, dadurch war alles noch nicht so fair wie heute. Du könntest was verpassen. Du kannst theoretisch ja nicht nur verpassen, sondern du siehst es manchmal nicht in den anderen Items. Da sind dann drei Sachen, da musst du schon drüber hovern, um wirklich zu erkennen, das eine ist ein Datenstick. Okay, woher soll ich wissen, wie der aussieht hier? Drücke X, um das Bleirohr zu nehmen. Ja, aber dafür sind schon, ist die Steuerung und alles, finde ich, mit dem Controller echt ganz gut gelungen. Vor allen Dingen, weil wenn man nicht dieses PC-artige, rucklige Umgucken haben will. Mhm, das finde ich ganz angenehm, ja. Will auch nicht jeder haben und ich persönlich mag es dann doch am Controller lieber. Und es ist auch ein Couch-Spiel mittlerweile. Ja, also so, wenn ihr die Komplexität erhalten wollt von dem alten Spiel, alles schön und gut, aber ich würde das auch alles gerne mit Controller spielen können. Mhm. Das haben sie aber gut hingekriegt, finde ich. We're in a comms blackout since Shodan is unresponsive. And worse yet, the mining laser is charging for potential strike on Earth. Nathan Darcy has an office on the medical level from Central Hub. If he's alive, he'll bring the situation under control. I'll contact you through military neural implants soon. Lance out. Also okay, die Kacke ist hier schon in Dampfen auf der Citadel. Ja, wir haben erst diesen... Scheinbar haben wir den... was auch immer, den Filter ausgestellt. Mhm, ja, aber ist ja unsere Schuld. Und dann wurden wir dahin verschifft. Ne? Wo ich denke, so, naja, ist ein bisschen viel Aufwand. Ironie. Den doch einfach rum, wenn du ihm das Geld nicht geben willst. Ja, genau, Ironie des Schicksals. Ja, ist natürlich ironisch, aber ist nicht ökonomisch aus Sicht der... Das nicht, nee. Vielleicht hat das ja noch einen größeren, tieferen Sinn. Ich hab's, wie gesagt, nicht zu Ende spielen können, aus technischen Gründen auch. Da kannst du dich immer heilen, finde ich auch. Übrigens, das ist schon die Sichtperspektive, die man ja auch früher hatte. Ne? Ja, also, sieht schon alles genauso aus. Nur einfach, was die Effekte einfach hermachen, die Beleuchtung. Und es sah damals auch schon cool aus. Nur ja, die machen auch bewusst so ein paar, die Texturen sehen gröber aus, wenn du rangehst, aber wenn du weiter bist, ist trotzdem der Aufwand da. Also es ist ein netter Effekt, finde ich, ne? Dieses Oldschoolige zu behalten. Absolut, ich finde auch, die haben das gut gelöst. Das ist so ein ganz, so ein bisschen wie bei Spider-Man, als sie in den Animierten dann plötzlich die Framerate angepasst haben. Und plötzlich hat man irgendwie gemerkt, das funktioniert ja richtig gut. Und hier ist es auch so, es ist nicht perfekt und gerade das macht es so interessant. Weil du ja schon Details hast, hier, wie du dir da gerade das Loch reingehauen hast und alles. Das sah im Original natürlich deutlich schäbiger aus alles. Ja, ich muss immer nur, also ich kann maximal an die Screenshots zurückdenken eben. Und das wirkte für mich eben wie so ein richtiges High-Class-Computer-Game damals, ne? Absolut, damals war das natürlich, das meine ich, ne? Man hat so eine verklärte Erinnerung, wie es damals aussah. Aber wenn man es dann nochmal spielt, es gibt ja auch, wie gesagt, zwei Versionen mittlerweile. Die eine ist nicht ohne Grund nochmal hochskaliert veröffentlicht worden. Ach so, rechter Stick. Und hier kann ich jetzt nehmen, was der hat. Ja, ich habe aber selber schon Bleirohr. Nee, das ist jetzt dein Kram. Ach, oder? Das ist mein Kram. Das ist dein Inventar. Ja, dann gebe ich du ihm kannst, das. Hör dich doch selbst ab, ob du noch lebst. Hier, und falls du kotzen musst. Ich werfe einfach eine Nierenschale da drauf. Aber du hast schon recht, du kannst sie irgendwie anklicken. Oder kannst du den Sachen, aber der hat nichts. Der hatte nichts, okay. Da sind dann so kleine weiße Rahmen drumrum. Mhm. Wir haben eine Minimap unten, das finde ich ganz angenehm. Ich würde so gerne, weil ich wette, wir haben so viele Hefte liegen. In einem dieser Hefte ist ein Bild von dem alten System Shock. Aber vielleicht kann die Regie ja mal ein Bild, so ein richtig schön hässliches Bild raussuchen vom alten System Shock. Einfach damit ihr einmal diesen Vergleich habt, wie pixelig es wirklich damals war. Das wäre heute nur so, wie klein wäre das Bild? Ja, die Originalauflösung, wenn wir jetzt hier in 1080p spielen, wie viel? 320 mal 240, eine Briefmarke. Das ist wirklich winzig, ne? Absurd winzig. Okay. Jetzt kommen wir zu was...
was du potenziell gemeint hast. Aber immerhin hast du das schon erkannt. 4711, nein, das ist eine Dreizahl. Das Köln-Wasser. Ich habe die Aufgabe auch noch gar nicht gesehen. Genau, das ist schon mal gut. Und da waren aber schon meine Leute so enttäuscht, weil die meinten, ey Simon, das kann nicht sein, dass du das nicht kennst. Und da dachte ich mir, okay, der Gregor wird dieses Keypad sehen und direkt den Code eingeben, weil er das schon kennt, nicht das Rätsel, sondern die Lösung, weil das eh so häufig verwendet wurde. Aber ich kann mich das so ein bisschen wie der Wilhelm schreiben. Wenn es dir jemand zeigt, dann siehst du es, aber ich hätte es jetzt so nicht entdeckt. Du dämlicher Hund. Du Hundesohn. Achso, gedrückt hast. Ja, okay. Ich habe noch länger gebraucht, weil ich habe irgendwie diese Ecke, ich habe nicht runtergeguckt. Ich habe es einfach nicht gesehen, dabei ist es ja logisch. Klar musst du drumrum. Aber ich bin im ganzen Komplex erst noch rumgelaufen, habe alles abgesucht. Dachte die ganze Zeit, ist es vielleicht diese Schale? Ist hier, du kannst ja auch alles drehen wie ein Shenmue. Okay, ich kann den Ton abspielen. Wir machen das einmal hier mal. X? Ach nee, oder muss ich. Ah nee, ich muss. Ja, doch, einmal X, doch. We got someone. Aber die hatten wir, glaube ich, schon. Die hatten wir schon. Ach, das ist das? Das ist das von, aber so am Anfang lief, ja. Ah, okay, weil ich hatte gerade. Nochmal B? Ja, ist ein bisschen genau. Neuer Code. Ja, neuer Code. 451. Also, ist das der? 451, ja. Sagt dir das was? Klingelt da irgendwas? 451, das bekannte Meme mit dem Türcode? Ich finde das so geil. Das ist so befriedigend. Ich hab das nie gehört. Dass du das auch nicht kennst. Von wo stammt denn das? Ist das von Dr. Hooding? Oder? Nein, also aufgrund von System Shock haben viele in ihren Spielen diesen Code übernommen für die erste Tür. Das hat auch mal in Speedrun-Dale. Wahrscheinlich was Heinki oder irgendeiner der vielen, vielen Speedrunner hat das auch mal erwähnt. Heinki könnte das wahrscheinlich erwähnt haben. Wegen Deus Ex oder so, ne? Ey, aber dann natürlich, wenn du System Shock nicht kennst, fällt dir auch nicht auf, dass das ein bekannter Code ist, wenn du das erste Mal in anderen Spielen darauf triffst, ne? Das stimmt, aber zumindest, wenn man da scheinbar häufiger drauf trifft, irgendwann fällt es einem vielleicht auf, mir. Ja, wahrscheinlich. Also mir leider nicht. 451. Okay. Ich musste noch mal nachgucken. Ich habe das auch gerade erst gesehen. Ja, nee, nur ich habe ja auch darüber mich aufgeregt und dann hatte ich ihn vergessen. Mit der Luna 4 antwortet nicht. Und die sehen schon deutlich besser aus als im Original. Da hätte ich zum Beispiel gerne mal ein Vergleichsbild, weil die sehen, im Original musst du dir das alles irgendwie denken. Da sind alle Gegner, ja, wie du dir vorstellen kannst, nur so 2D. Alter! Oh, was ist denn da? Obenrum Springbrunnen. Sind das deine Zähne alle rausgefallen? Naja, also irgendwas ist da rausgefallen. Ja. Schau das an. Das ist ja, Alter, wie so eine Pinata, ne? Wie so eine Fleischpinata bei Alter. Oh, um echt zu sein, geht das? Habe ich das bei mir auch gemacht? Ich empfinde das gerade als brutaler als bei meinem Spiel Run. Na gut, ich will nur vielleicht liegt es auch an dir, Gregor. Hast du darüber nachgedacht? Ich will doch nur gucken, was die Engine dann drauf hat. Aber das ist natürlich krass. Früher waren da natürlich auch Teile. Mhm. Also da lagen dann auch Teile rum. Aber das ist natürlich schön. Das ist wirklich eine. Gerade beim Nahkampf muss das knallen. Es muss eine Wunde bleiben. Das klingt so absurd, wenn man das jemandem erzählt, der nicht spielt. Aber gerade da, beim Ballern brauche ich es nicht so. Da brauche ich nur eine Bewegung vom Körper. So. Die Ballistik dahinter, die Physik, wenn das Ding auftrifft. Aber bei dem Ding tut mir leid, da muss es spratzen, oder? Ja. Da muss es platzen, da muss es spratzen, da will ich wissen, welche Farbe die Innenseite des Gehirnes hat, da will ich wissen, ob der vielleicht irgendwo, da ist ein Aneurysma gewesen hier, in 30 Jahren wäre der tot gewesen, dann fühlt man sich gar nicht so schuldig. Was denn? Ja, nee. Ich hab dich voll genüllt, aber es ist halt auch nur ein typisches Rätsel. Ich versuch dem zu folgen, was die. Wobei das denken sich die Zuschauer wahrscheinlich auch schon seit einer Weile. Ich versuche dem zu folgen. Du willst wissen, wie man die löst. Kann ich dir sagen. Also ich muss ja irgendwo hier unten hingelangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist doof, dass der Text jetzt da so genau im Rätsel mit drin ist. Ja. Achte mal drauf, welche du drehen kannst, welche nicht. Du kannst nämlich am Rand immer halt irgendwann welche nicht mehr drehen. Und dann weißt du zumindest. Mach mal. Aber dann weißt du, wo eventuell der Anfang ist zum Beispiel. Oder die sind ja alle vernetzt. Du hast den roten, du hast da drei X'e. Und noch mehr X'e. Und unten rote. Den. Also ich nehme an, das rote Quadrat ist ist der Ursprung. Und da muss es weiter. Genau. Über die blauen. Es geht hier nur zur Seite weiter, also muss es hier runter. Aber rechts kannst du, glaube ich, auch nochmal, oder? Mach mal rechts nochmal. Nee. Oh, meine Kontaktlinse schmilzt. Moment. Ja, kein Ding. Dann einen hoch und den drehen. Okay, ich dachte, das klappt vielleicht. Ja, es geht hier nicht
Nee, genau, ist alles gut. Ist tatsächlich rausgefahren. Da fällt ihm die System Shock ist so randüberarbeitet worden, so randerneuert. Da fällt selbst einem Retro-Spezialisten wie Gregor Katsios die Pupille aus der Poperze. Ich habe selbst gesehen, kein schöner Anblick. Aus der Poperze? Musst du wieder reindrücken in die Augenhöhlen? Muss mal gucken, ob ich die richtig rum eingetan habe. Okay, ich glaube, es geht. Ich kann wieder sehen. Die Vorstellung, sie falsch rum. Moment, kannst du die umstülpen? Nee, du kannst ja umstülpen und dann ist sie aber entgegen der eigentlichen Stülprichtung. Die geht dann zwar rein, aber... Umstülpen! Oh, stülp ihn mal um. Das ist ja irre. Das habe ich nicht gewusst. So, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Das ist ja irre. Ist das nur so ein flabbiges, kleines, wabbeliges, weiches Ding oder so ein Biegehals? Das ist nur eine Tageskontaktlinse. Na, ich kenne mich ja null aus. Ich dachte immer, das wäre so ein leichtes Plastikding, was du irgendwie so drauf machst. Nee, die haben ja, naja, die ist ja flexibel. Die ist ja weich, damit sie sich an deinen Augapfel schmiegt. Ich mache mir Kontaktlinsen doch. Entschuldigung, nein, du kannst doch gerne weiter lösen. Aber sie hat eine natürliche Kipprichtung sozusagen, weil wenn du sie andersrum machst, ja, dann tendiert sie ein bisschen in die andere Richtung gewölbt zu sein und dann passt sie nicht gut in dein Auge rein. Deshalb musst du mal gucken, dass sie nicht richtig rum ist. Ist, glaube ich, hier, wir haben hier die Klimaanlage an, also ein bisschen kalt. Nicht die Augen lang genug geschlossen, deshalb ist die hier... Ja, aber soll ich ein bisschen weniger... Nee, es passt nicht, Ich war zu sehr konzentriert hier drauf. Ich kann ja also ist es kalt oder willst du weniger Luft? Also kälter, weniger kalt? Weniger oder? Luft wäre nett. Weniger Luft wäre gut, okay. Kriegst du alles. Weniger Luft, also ich kann dafür aber die ein bisschen kälter. Ja, Entschuldigung, ich habe nicht drauf geachtet, man sieht es nicht so gut bei mir hier, der Fernseher ist schuld. Rechts ist es so abgetrennt, du kannst das quasi nicht in beide Richtungen leiten. In der Theorie müsste jetzt, wenn wir mal zum Rätsel wieder zurückgehen, es geht ja hier durch und dann hier lang, aber das leuchtet nicht auf, also kommt hier kein Strom jetzt durch. Das ist mir damals beim Spielen auch aufgefallen. Ja, da musst du ein anderes probieren. Probieren wir das rechts neben dem blauen. Weil ich würde mal gucken, was bedeutet das. Ja, es ist wirklich nicht schwer, es ist nur eher so ein bisschen rumprobieren. Also ist zumindest mein Eindruck gewesen bisher. Jetzt das mal. Das ergibt keinen Sinn. Ah, Moment. Oder so. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich. Ja, du hast recht. Das ist der. Das ist es. Das ist es. Okay. Genau. Du musst vor allen Dingen einfach immer Stück für Stück mal ein bisschen rumprobieren. Die haben das schon so gemacht, dass es Spaß macht auch. Und nicht einfach irgendwie. Kommt's jetzt hier rum? Nee, sieht irgendwie nicht so aus. Nee, es müsste hier reingehen. Aber. Oh. Es ist auch schwierig zu sehen, was davon beleuchtet jetzt ist. Ne? Müssen die überhaupt beleuchtet sein? Ich denke schon, dass dran vorbeiführen? Nee. Das Ding geht hier jetzt rein. Ach, warte mal. Weil die gehen ja nicht durch, scheinbar. Das geht hier nicht durch, weil es hat ein Viereck, also so ein Kreuz-Nix-Muster. Deshalb ist da der. Ich müsste. Ah, kannst du die drehen? Stimmt. Siehst du, die kannst du drehen, die anderen nicht? Jetzt. Ah. Okay, ich glaube, jetzt habe ich's. Ja, ja. Der leitet dann nämlich nur in drei Richtungen. Ja, jetzt raff ich's. Jetzt geht er. Nee, das ist es nicht. Nee, eigentlich doch nicht, ne? Okay, wir wollen hier hin. Okay, ist noch einfach. Ich muss ja wirklich einfach nur die verbinden. Aber da ist noch ein roter. Nee. Oh, wir haben ein Bild vom alten System Shock übrigens, wo wir reingucken können. Gut, das ist natürlich nicht der beste Moment, aber wir gucken mal. Ich finde das ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist so schön oldschool. Da habt ihr jetzt natürlich auch extra ein schön hässliches rausgesucht. Ja. Es gibt auch schönere Bilder, aber ja, so sah das dann eigentlich die meiste Zeit aus. Bonjour, Tristesse. Weil du ja, ne? Aber guckt euch mal genauer an. Allein hier mit dem Pipe zuhauen, das war deutlich schlechter als das, was wir hier gerade gesehen haben. Und na gut, die ganzen Bildschirme, aber du siehst allein, wie alles diesem kleineren Spielbild zugeordnet wurde, weil da einfach die Engine für ein Vollbild wahrscheinlich damals gar nicht groß genug war. Das schätze ich. Es gab ja manchmal die Möglichkeit umzuschalten auf Vollbild, aber das hat man nie machen können. Und da hast du dann super wenig Frames gehabt. Du weißt auch schon genau, weil dein Rechner auch schlechter gelaufen ist. Genau. Muss zumindest nur die Hälfte des Bildes geändert werden. Genau, und das war so eigentlich, das ist auch perfide, ne? In Screenshots hast du dann immer eine andere Version oft gesehen, nämlich die allergeilste Version und selbst konntest du es nur mit sowas spielen. Na gut, vielen, vielen Dank fürs Raussuchen. Du hast es währenddessen, immer noch nicht gelöst. Es muss irgendwie da unten hin. Das Problem ist, ich glaube, hier hier hin. Ich bräuchte eigentlich irgendwas, was hier so reinführt.
Ich müsste. Und nimm noch mal, nimm mal den oberen. Immer genau. Da ein, zwei rechts. Nee, nee. Noch einen rechts. Noch einen rechts. Den hier? Da. Nimm mal den. Und mach's mal über die rechte Seite. Ah. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, siehst du, und dann wird's. Aber hier wird's nicht wahr. Jetzt kannst du aber oben rum wieder leiten. Doch. Jetzt kannst du es oben rum leiten. Du meinst hier? Ja, über. Mach mal. Mach einfach mal. Egal wie dumm es ist, weil du. Die haben sich das schon irgendwie simpel gedacht. Normalerweise sind die Sachen immer sehr einfach. Genau, gehst da durch. Nee, reicht aber nicht. Musst du den oben noch nehmen? Über den blauen? Den hier? Ja, aber folge einfach mal dem Weg und versuch gar nicht, das Ding zusammenzubauen, sondern... Ich versuche auch, dem Weg zu folgen. Ich will nur gucken, wie ich zu dem hier hinkomme. Weil ich glaube, mir bleibt nicht viel anderes übrig. Ja, aber das meine ich. Du willst aber zu dem anderen roten kommen, ne? Ich weiß aber nicht, ob das der Weg ist. Ich will zu dem roten hier unten. Genau. Das würde sein. Und also, ich habe diesen ganzen Weg hier durchgemacht. Das heißt also, ich muss irgendwie hier schauen, ob ich das... Kriege ich das hier vielleicht, Moment, so rum rein? Nee, das ist es nicht. In die Richtung. Ja, siehst du? Einfach immer, immer ausprobieren. Da hast du es. Okay. Boah. Ja, ne, ein bisschen ungelenk, weil heute würde man die anders machen. Aber eigentlich, wenn du es dann ein paar Mal gemacht hast, irgendwann denkst du da gar nicht mehr nach, weil du klickst nur so durch, bis halt dieser, bis diese Linie fertig ist. Ich muss mal in die Denke reinkommen. Ich leg mich noch mal kurz. Aber es ist schwerer als zum Beispiel die Bioshock-Sachen, oder? Die, wo du dasselbe eigentlich machst, nur da ist es irgendwie ein bisschen einfacher. Es wird aber auch noch, also das, da kommen später, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht komplett täusche, noch Elemente dazu, die es dann natürlich auch wieder challenging machen. Ne? Du merkst eben, wo das... Die Verbeugung vor dem Original noch da ist, dieses extra bisschen an Komplexität noch drin zu haben, ne? Also ich finde es eigentlich ganz gut, aber ich. Also ich glaube, ich habe an denen auch lang gehangen, aber ich finde, wenn du ein paar davon gemacht hast, irgendwann checkst du es. Ja. Wollen wir mal kurz durchatmen und dann. Ach, wir haben wieder Werbung, okay. Machen wir gleich kurz weiter. Ja. Und danach, öffnest du die. Haben wir die schon geöffnet mit dem Code eigentlich schon? Ja. Haben wir schon geöffnet. Weil ich sehe nämlich eine neue Tür mit dem Code. Dann öffnen wir die zweite Tür mit dem Code. Ich bin sehr gespannt. Was wird dahinter sein? Vermutlich noch mehr Raumschiff. Schätze ich auch. Hey, Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Ja, da sind wir wieder zurück und wir haben eine Tür direkt vor uns. Wir haben das Rätsel gelöst. Ich weiß gar nicht, was das Rätsel überhaupt hier aufgemacht hat. Ne? Also wir haben hier ja noch ein paar Türen. Ja. Hat das diese Tür? Ich glaube, es hatte hier das von der Zugangsgruppe 1. Ich weiß nicht, was es gemacht hat. Oh, warte mal. Ach, den Button. Ja, genau. Ein Lift. Oh, ich hätte mal drauf sein müssen, ne? Regie, könnt ihr ein bisschen lauter machen, dass man ein bisschen was hört? Wow, Malaka! Ein Roboter-Feuerskorpion mit Blitzzuschlag. What the hell? Gibt's, also mit Flammenwerfer und Blitz, das ist eigentlich ganz geil. Okay, nicht ange... Okay, wirklich ein Roboter mit einem Blitzhintern. Roboter-Skorpion mit Blitzhintern. Ein Glück, dass ich mich also, nochmal geheilt habe jetzt. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht so gut geeignet, dass ich jetzt wirklich die Nahkampfwaffen für den benutze, oder? Es ist ein Spiel, in dem Nahkampfwaffen schon häufig gebraucht werden. Du kriegst natürlich auch Schusswaffen, aber wenn ich mich nicht komplett täusche, machst du sehr viel mit Nahkampfwaffen einfach. Das soll ja auch so ein bisschen diesen Horror, du musst dich nah ran bewegen, du musst dich denen stellen. Aber es ist natürlich, es gibt auch durchaus Phasen mit Ballern. Aber du kannst dich daran auf jeden Fall gewöhnen. Du musst halt zurück, nach vorne schlagen, zurück. Ich mag diese Atmosphäre, dass du irgendwie alleine auf dieser zum Teil spärlich beleuchteten Station bist. Überall irgendwas funkelt und blinkt. Du weißt eigentlich gar nicht, was davon ist wichtig. Jetzt hatte ich irgendwas entdeckt. Passiert was? Nee, vielleicht nicht. Vielleicht schon.
Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Und das ist übrigens auch noch wichtig, das Sicherheitsniveau. Es trifft mein Nostalgiezentrum, obwohl ich das Original eben nicht gespielt habe. Sehr interessant. Ach, das ist der Lichtschalter hier oder so. Ich finde das ein guter Kompromiss, ähnlich wie die. Hinter mir, vor mir? Wie die Monkey Island-Geschichten. Ne? Man kann es mit frischen Augen spielen, aber auch mit dem nostalgisch verklärten Augen. Und man erkennt, warum das Spiel damals populär war. Und das ist hier ähnlich. Ja, wenn ich damals einen PC gehabt hätte, das wäre wahrscheinlich auch eins der Games gewesen. Das und Ultima Underworld, auf die war ich immer so auch ein bisschen neidisch. Ja, stimmt, ne? Das war ja auch so ein Dungeon Grinder aus der Ego, ne? Ultima Underworld. Und eben für damalige Verhältnisse, ich dachte, das kann doch keine Grafik sein, sowas, das sieht ja fast aus wie echt. Das habe ich auch so häufig gedacht. Man wurde meistens enttäuscht, weil es ja immer nur zweidimensionale Ebenen waren, zumindest im Großteil, bis 3D dann wirklich irgendwann seinen Siegeszug hatte. Ich verstecke mich jetzt auf der Toilette. Das sah dann eben im Bild immer geil aus. Ja, aber wenigstens haben sie sich mal was überlegt. Dusche ist das wahrscheinlich. Ach so. Oder ich meine, bin der eine. Nee, tatsächlich ist es eine Toilette, aber durch die Abflüsse würde ich zum Beispiel sagen, das ist auch eine Dusche. Guck mal hoch. Ah ja, so vielleicht so eine Oder Sonic, könnte man so sagen, das ist auch eine Dusche. Da könnte auch Norman Reedus da stehen. Also ich meine. Monster Energy trinken. Und ja, hier kann es halt. Ja. Schieb dich wieder raus, mach zu, trink weiter. Aber es ist auch für Spratzer einfach vielleicht, diese ganzen Abflüsse. Okay, what the fuck? Ja. Die Borg. Haben sie sich geborgt. Im Star Trek-Universum. Wobei ich nicht weiß, was zuerst da war. Aber ich glaube, die Borg sind auch nur so ein typisches Cyberpunk-Trope, oder? Ja, ja, denke ich mal. Also die haben, die haben das nicht erfunden. Na gut, die Borg waren vorher auf jeden Fall. Borg waren 88 eingestellt worden. Ah, okay, das ist interessant. Ich hatte mich das beim Spielen auch gefragt. Wusste aber nicht mehr, wann die Borg kamen in den Kanon. Ja, zweite Staffel TNG. Werde ich an der. Das ist geil, oder? Okay, was passiert jetzt? Du wirst verarbeitet. Wirklich? Ja, du bist doch noch gut. Der geht doch noch. Thank you, Hacker, for seeing that my vision is best. Da. Ist Shodan nicht einfach eine super coole KI, die dir richtig auch ein bisschen Angst macht, was sehr schwer ist? Wie nennt man das in Alter? In alten Spielen war es schon schwer genug, weil du oft schlechte Sprecher hattest und alles. Dann war es oft schäbig geschrieben. Aber hier funktioniert es vor allen Dingen in dieser Version. Dieses Entmenschlichte ist das, was es noch mal ein bisschen scarier macht. Absolut. Irgendwie haben sie es hingekriegt. Und das ist wirklich, ich würde behaupten, wir haben das ja häufig sowas versucht. Das ist ganz schön schwer, das gut hinzukriegen, dass es auch bedrohlich ist und nicht irgendwann cheesy oder so. Ja. Naja, jedenfalls ist das wichtig, weil die Stimme ja häufig vorkommt. Und das schon ein cooler Effekt ist, wie sie klingt. Ich bin ganz angetan, muss ich sagen, bisher. Also, ich wette, du wirst es auch gerne durchspielen. Und jetzt bist du aber wieder ganz am Anfang, ne? Ja, vergessen. Ich weiß es natürlich nicht. Ich hatte da mich hingelegt zum Energieaufladen. Heilen, ja. Ist es jetzt von wegen, das ist auch wirklich der Spielstand und alles, was ich danach erkundet habe, ist nicht mehr freigeschaltet. Also muss ich alles jetzt nochmal machen oder wurde ich da wiederbelebt und na okay, ich glaube, alles, was ich erkundet habe, ist noch gar nicht erkundet irgendwie, ne? Mal gucken, was ich passiert. Glaube, ja. Ich glaube, so ist weil, es. Wobei das Rätsel ist aktiv gewesen. Ich kann hier runter. Ja gut, vielleicht doch nicht. Ja, nee, guck mal, die Maps. Alles gemacht hier, hier bin ich schon gewesen und jetzt schaltet sich die Map. Das ist doch bequem. Frei. Ich dachte, von der Spiellogik wäre es ja eigentlich logischer, dass du halt ein regenerierter Körper bist. Ich glaube, das ist jetzt wieder zurückgespult. Ne? Also, siehst du, der ist wieder am Leben. Ich glaube, es gab im Original auch eine ziemliche Quicksave, Quickload Orgie. Ah, vielleicht gibt es die hier Aber auch, vielleicht ne? täusche ich mich auch und das wurde später erfunden. Also Quicksave und Quickload hatte so eine Phase, wo Spiele fast gar nicht mehr gingen ohne. Was passiert, wenn ich Spiel speichere? Ah. Genau. Einfach. Also ich kann. Ah, neuer Spielstand kann ich machen. Genau, du hast. Also es sollte man auch machen, ist meine Idee. Oh, okay, okay. Bin mir nicht sicher, ob das nicht manchmal irgendwo softlocken kann oder hängen bleibt. Ich weiß es nicht. Man will es nicht haben bei so einem Spiel. Okay, das haben wir noch keine Ahnung, was hier ist oder wie es aufgeht. Die Station von außen, weil es interessiert uns, wie sie aussieht von innen. Okay. Oh, Malaka. Das ist so lustig. Ich war ja vor kurzem auf Kreta. Und du warst das. Da saßen wir am Strand nachts
Und da waren halt ganz viele junge Griechen, Boys und Girls zusammen am Spaß haben. Und du hörst dann ja nur, wie die Griechisch reden. Mhm. Und ich höre ohne Scheiß, ich werde jetzt das nicht nachmachen, weil ich nicht kann. Aber jedes dritte Wort war Malakka. Malakka. Und dann da meinte ich zu Mai, ey, Malakka ist irgendeine Beleidigung. Und Malakka ist ein Füllwort für uns mittlerweile. Ist es, ne? Okay, das, weil wir haben uns gefragt, warum und in welchem Kontext benutzen die das so inflationär häufig? Ich kann dir sagen, Malakka kannst du gleichsetzen mit du. Na, das ist ja interessant, aber es ist ursprünglich eine Beleidigung. Es ist eine Beleidigung, klar. Ne? Aber auch es wird einfach wie ein Ä benutzt. Ja, ich hatte es immer interpretiert, ich glaube, es bedeutet eigentlich was anderes, aber Malakor, weich im Kopf, so habe ich das immer interpretiert. Ja, ja, ich glaube, es hat noch eine andere Bedeutung auf jeden Fall. Naja. Hier waren die Gegner. Sorry, ich habe dich aber auch gerade mit einem Schwank aus deiner Jugend, habe ich dich natürlich abgelenkt. Ja. Wenn ich sowas hier in Deutschland höre, die anderen Griechen, die hier sind, rechnen ja nicht, dass hier jemand anders Griechisch kann. Und die halten sich auch nicht zurück, wenn die hier in Deutschland herumlaufen und alle hier, also volle Pulle, mit Schimpfworten und so weiter. Und ich gebe mich natürlich nicht zu erkennen, von wegen, wo ich habe erkannt, dass du wie ein Asi sprichst hier. Absolut, ich würde mich sowas auch nie trauen, weil du, irgendeinen gibt's immer, der es hört. Und das ist dann wirklich awkward. Hey, abgesehen davon, dass man eh nicht öffentlich über Leute lästern sollte. Der hat nichts. Das macht man zu Hause. Hast du den und die, hast du das gesehen? Ja. Ha. Es soll auch nicht ums Lästern gehen, sondern einfach, Leute fühlen sich dann hier, oh, die sprechen doch eh nicht meine Sprache, die sind alle so dumm, also bin ich unbeobachtet. Ja, ja, es ist, man ist ganz schnell in so einem Modus, ne, als wäre man allein. Okay, also, okay, hier war ich dann schon. Ich glaube, ich muss mich wieder heilen. Ich habe kaum Energie. Ich möchte nur sagen, dass du dich, obwohl ich wollte gerade loben, dass du dich nicht verläufst, aber du bist ja schon wieder in dem Medipack. Ich weiß, du willst dich heilen. Ja. Es ist aber auch echt schwierig, weil man wirklich sich gerne verläuft. Und der, ist der größer? Ja, dieser Borg-Typ ist zu heftig, glaube ich, für meine... Ja, für den würde ich mir dann, wenn du mal was hast, zum Beispiel dann auch eine Schusswaffe nehmen. Ah, hier kann ich mich heilen gegen Credits oder so, Medi-Stamina. Ah, nee, hier kann ich upgraden wahrscheinlich. Ich habe keine Credits bisher. Stamina Berserk Empty. Ich weiß es offen gesagt nicht, ob... Also ich glaube, es ist ein Upgrade, ja. Ja, ich habe leider nichts, was ich hier machen kann. Saven. Oh. Sicher ist sicher. Bevor ich jetzt wieder ganz zurücklaufe, aber ich versuch's mal. I try it. Haben die irgendwas Cooles? Nee. Nee, du musst die, glaube ich, nochmal genauer angucken. Mach mal. Ja, ich, weil jetzt ja links, okay. Jetzt hat er einfach immer X kann ich für diese Coins. Ach, genau, ich könnte alles nehmen. Wichtig. Einfach ranklicken, X drücken. Ist eigentlich das Beste. Okay. Die meisten Leichen, die so rumliegen, haben auch gar nichts. Also man muss trotzdem gucken, weil manche haben vielleicht schon was. Aber die Gegner haben eigentlich immer was. Zumindest die nicht nackten. Stimmt. Der hat keine Hosen. Wo soll er was haben? Eieiei. Ja, ne, das ist ganz schön hart. Aber das ist das, was die mit denen machen. Ist es fair, Gregor? Nein. Nö. Oh, kann ich das trinken? Die kannst du nehmen, ja. Tripop Limo, okay. Ich könnte die wahrscheinlich jetzt einfach stabilisieren. Ja. Das Schöne ist auch, dass du irgendwann diese ganzen Momente. Das ist jetzt noch mal ein bisschen kompliziert. Alte L oder R, nee, für eine Beschreibung steht nur. Nee, das ist die Map. Du kannst das irgendwie ganz easy einfach mit einem Button trinken. Ja, also warte mal. Inventar zurück, genau. Inventar mit der rechten Taste. Ich versuche mal rechten Stick. Linker Stick. Und ganz sicher nicht mit A? Was ist A? Das ist A. Nee, okay, dann X. Dann X. Vielleicht A und X. X. Moment. Beides? Dreieck? Da. Ah, Dreieck benutzen. Ja, ja, das ist es. Nee, Dreieck, okay. Und dann kannst du nochmal auswählen. Ja. Ah, okay. Ey, okay. Glaub mir, das wirkt jetzt ein bisschen schäbig, aber das funktioniert. Nur auf die Entfernung ist es vielleicht nicht optimal, merke ich gerade. Weil ich sitze ja bei mir zumindest am Monitor nah dran. Ja, ich ich sehe gerade, das tatsächlich könnte ein Problem sein, ja, von zu Hause aus. Ich werde das wahrscheinlich, also ich habe mir jetzt auch die Epic-Version geholt. Ist ja jetzt gerade erstmal auf PC draußen, Epic und Steam, meine ich. Und es kommt für Konsole noch da, wo wir spielen. Ich würde das auch so, ich habe das Gefühl, ich möchte das traditionell mit Maus und Tastatur vielleicht eher spielen. Wie gesagt, ich bleibe bei Controller, nur
dass die Texte, aber deswegen, du hast es ja versucht, ne? Kann man die größer stellen? Es kann sehr das gut sein, muss dass eigentlich gehen. Die Menüoption nicht gesehen haben, ne? Und es ist auch so eine Auflösungsnummer, ja, das ist jetzt hier. Vielleicht wird es dann angezeigt, je höher die Auflösung ist. Die Buttons sind so winzig, dass das eigentlich nicht deren Idee sein kann. Das können die sich so nicht gedacht haben. Also, okay. Hier ist da liegt Moment. Irgendwas Wichtiges. Das ist glaube ich, wichtig. Gasgranate. Renate, okay. Die Gasgranate. Ist das was? Ist das ein. Ein Zettel, ein Glückskickzettel. Ja. Zerknülltes Papier. Nee, das muss ich mitnehmen. Nicht sonderlich nützlich. Er sagt extra noch, Gregor. Ich will das nicht mitnehmen. Das ist das Einzige, was du mich nicht mal aufnehmen lässt. Die! Die! Bart, die! Es ist jemand, Deutsch. Der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Ich kann das nie wieder normal sehen. Nee, es geht immer sehe ich Simpsons. Das ist doch mal wichtig. Ja. Was ist das? Lab Loton Curl. Ach, das ist ein Audiolog. Das ist er, ne? Getting supplies from the West Wing of Medical Costas. Hansen and Reigns. At this rate, we're dead in hours rather than days. Weeks of loss after loss. Jetzt bin ich schön im Quicksave-Modus hier drin. Ja, aber ist gut. Mach das ruhig. Ich merke schon, die haben echt wenig. Hast du den Loot runtergestellt? Ich weiß nicht. Nein, ich habe nur das Gefühl. Die haben nichts für mich auf jeden Fall. Die haben wirklich alle nichts, ne? Das ist irgendwie schade. Das war's hier? Ein Aufzug oder so? Nee, bei vielen Sachen hier kann man sich fragen, was soll das eigentlich sein? Warum habt ihr das so gebaut? Aber das ist auch schön, ja. Boah, sehr viele hier. Ich krieg auch so ganz leichte Doom 3 Vibes. Oh, siehst du? What the fuck? Ja, da bräuchtest du jetzt nämlich eine Waffe, die du nicht hast. Der ist heftig. Der ist wirklich heftig. Den würdest du, glaube ich, mit der Nahkampfwaffe nicht killen können. Du kannst natürlich immer um die rumrennen auch und so, aber die verfolgen dich. Oh shit, durch die Tür komme ich noch nicht durch. Du brauchst aber dringend Energie. Uiuiui. Ja, ich habe ja vorhin noch gesaved. Ja, stimmt. Ja, nur mit. Du hast einfach nicht die richtige Waffe. Es gibt hier in der Nähe eine Pistole. Also nicht in der Nähe, aber in der Spielarea. Was ich gut finde, das ist den habe ich vorhin gekillt und jetzt habe ich ihn so berührt, dass der noch zuckelt und wackelt. Der hat so letzte Partyzuckung. So, wenn die Beine nicht mehr wollen. Das ist so ein bisschen. Die Drogen wollen noch. Ja, genau. Es ist schon 7 Uhr morgens am Samstag. Ne? Ja. Eigentlich kann ich nicht mehr und ich habe Hunger und ich fresse mein Bein gerade auf. Es ist genau das, ja. Das Schlimme ist, ich kenne mittlerweile dieses. Kennst du dieses Fentanyl? Ja. Stehen, wo sie den hat das okay. Heil nicht wasten Na, wollen, ich in dem sie stehen und im Stehen okay. Schlafen. Oh, ich habe von Fentanyl, ich habe das Video gesehen. Also Fentanyl habe ich gehört von der Epidemie und ich habe dieses Video bei TikTok oder so gesehen. Ich weiß nicht, welches du meinst. Ich kenne halt ein paar dazu, aber es ist halt so eine krasse Droge. Genau. Schultern runter. Ich nehme an, also man liest immer, das wäre Fentanyl oder so, was noch krasser ist als irgendwie alle Opiate oder so. Jedenfalls wollen die dann halt quasi nicht schlafen und machen das deswegen dann so halb im Stehen. Und ich denke mir, boah, wie schlimm, das sieht jedes Mal so aus, als ob das voll die Quälerei wäre, einfach nur wach zu bleiben. Und das kann doch keinen Spaß machen dann. Und dann stehen die da stundenlang rum. Ich sag das nur, weil das mittlerweile auch echt in Deutschland angefangen hat, dass man in manchen Städten die halt stehen sieht, ne? Und du erkennst das direkt. Entschuldigung, habe ich irgendwas jetzt überlabert? Nee. Ich musste nur gerade voll dran denken, weil das echt so eine schlimme Epidemie ist, ey. Ja, gerade in Amerika, wo die da so viel Tote zu beklagen haben und einfach Leute, so, die davon. Wenn das halt einfach alles ist, was du machen kannst, quasi, das ist einfach echt hardcore, ey. Das ist Hardcore-Shit. Kann ich die Tür zumachen eigentlich? Nichts ist passiert. Weiß ich nicht, aber warum? Sind Star Trek-Türen? Was willst du da schon? Ja, okay. Also ich konnte die Map, konnte ich mir ja hier anschauen. Also dieser Bereich. Du läufst mal richtig. Du siehst es ja daran genau, dass der Bereich noch nicht so ganz rechts oben. Genau, ich würde erstmal den Rest der Kunden erstmal zurückgehen und mich nochmal heilen und richtig saven. Da sehen wir das Bett ja oben, wo das Krankenzeichen da oben ist. Ja. Ne? Auch eine sehr praktische Map, muss ich sagen. Einfach, dass die so groß ist, dass man sich darauf sieht. Erinnert ein bisschen an Doom.
Und ja, die guten Sachen. Ah, warte mal, vielleicht nehmen Sie sich. Das nicht der gute. Aber ich dachte, du wolltest rechts rum einmal. Oh, oben links ist auch noch was. Wer schießt mich denn da an? Was ist denn jetzt hier los? Wer ist das noch, ein Skorpion gewesen? Es wirkt eigentlich wie ein Skorpion durch das Feuer. Ja, es kann eigentlich nur einer sein. Ist der durch die Tür gekommen? Ja, du hast ihn wahrscheinlich nicht gesehen, weil er auf dem Boden war. Oder es gibt natürlich auch Selbstschussanlagen. Aber ich glaube, das war eher ein Skorpion. Gut, lass mich erstmal kurz wieder heilen. Okay, da ist unser Freund, unser Fenty. Oh, jetzt ist jetzt aber wirklich vorbei. Das ist wirklich genau, ja. Wenn du dann später nochmal wiederkommst, irgendwann hat er aufgegeben. Vielleicht zuckt er dann nochmal weiter. Also, wie komme ich denn jetzt hin zur Krankenstation? Kann ich da reinzoomen in die Karte? Aber ja, du willst zur Krankenstation, aber du kannst natürlich auch irgendwo einfach was zum Heilen aufsammeln. Ja, Operationsgeräte, das ganz im Norden ist die Krankenstation. Du kannst die Karte wohl auch ranzoomen, wenn du musst. Ah, ich Treppe hoch, Treppe runter. Ey, wirklich, es ist wirklich wie ein Labyrinth gebaut, da rechts ist auch noch was. Und das kannst du genau. Entschuldigung, ich meine auf dem Tisch rechts. Auf dem Tisch. Da liegt der genau. Ah, das willst du doch haben. Ach, das ist also, es soll auch ein bisschen labyrinthartig sein. Mhm. Ne? Also, ich möchte nur, dass das Spiel richtig verstanden wird. Und jetzt könnte ich theoretisch, ich gehe mal auf die Tastatur, auf die 8, dann würde er genau. Das Medpack benutzen. Und nochmal? Ich weiß gerade nicht, wie du das unten auswählen kannst, aber da gibt es natürlich beim Controller auch einen Shortcut. Wenn ich hier, darüber hier wieder mache, ja, so. Drei. Hä? Nee. Nee, ich habe. Hast du letztes Mal Y gedrückt? Ich habe Y gedrückt. Ah, ich habe das von dem Quick runtergepackt. Gerade benutzen auf X. Ja. Nee, auf A. Wirklich, ein Teil von mir freut sich wirklich widerwärtig, dass es dir genauso geht. Weil ich hatte auch die Probleme und habe mich dann aber wieder erinnert, dass das früher auch schon so war. Und das ist so mit der Grund, warum früher Spiele auf Karo-Papier gezeichnet wurden, so ungefähr. Ja. Ne? Das ist einfach. Das ist echt gemein. Und es ist ganz häufig so, dass du so eine Leiter hast, die irgendwo links kaum einsichtig in einem engen Gang, du läufst 100 Mal vorbei, irgendwann guckst du hoch und denkst, Moment, laut der Karte müsste ich doch hier. So ist es wirklich häufig. Die vielen dunklen Ecken, die du jetzt hast durch die neue Grafik, das war in der alten wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser ersichtlich, ne, wegen der helleren. Es gab weniger Gloom und diese ganzen Blendeffekte und ne, du hattest nicht so eine krasse Schwärze. Aber es war trotzdem so, also trotzdem schwierig. Ich mag, dass sie es geschafft haben, dieses Spielgefühl zu erhalten. Das ist auch nicht für jeden gewesen damals, aber man sieht, finde ich, wenn man das als Historiker spielt, sieht man auch sehr gut, ja, was, wo sich Leute ein Beispiel genommen haben, Entwickler. Dieser Shot zum Beispiel, der ist doch voll geil. Der könnte ja aus einem aktuellen AAA-Spiel sein. Das ist doch einfach ein ganz geiler. Weißt du, welches Spiel ich hier gerade denke? Das ist hier, also durch diesen, also Gang, Metro bin ich, oder sowas durch diesen Gang bin ich in Alien Isolation bestimmt schon mal gegangen. Alien Isolation ist auch sehr, sehr gut. Sehr guter Vergleich. Ich spiele gerade Amnesia, das neue Bunker. Mhm. Und das hat viel von Alien Isolation. Ist aber nicht ganz so gut. Aber ja, ich hab die Demo gespielt. Krasse Demo. Die Demo geht jetzt verwechsel ich gerade. Die Demo geht auch nicht lang, eine Stunde aber Life of Pi geht ja 3-4 Stunden. Also Life of Pi, ich habe da auch 2,5 Stunden gespielt und bin an dem letzten Boss gescheitert erstmal. Aber ich fand die Bunker-Demo auch recht lang. Das war Alone in the Dark. Was ich dir für den Stream potenziell empfehlen kann, ich habe mal verschiedene von den Horror-Dingern mir angeschaut. Also die Demo von Amnesia, Layer Sophia gab es ja eine Demo dazu. Leider war das Alone in the Dark-Ding sehr kurz. Das war ja so ein Mini-Teaser für 15 Minuten. War gut für die Zeit, die es dauerte, aber du willst eigentlich mehr. Genau, alles nehmen. Decarnation kann ich dir, wenn du Pixel-Art-Horror magst. Decarnation. Sagt mir das nein. Um eine Frau, die Angst vor dem Älterwerden hat und die dann in verschiedene Sachen involviert wird mit Psychological Horror. Sie betreten jetzt Culture Zone. Ja, oh, der hat ja schon seine Sammlung hier, ne? Das ist aber auch ganz geil, ne? Der kannst du stolz drauf sein. Den hat er noch nicht ausgehöhlt. Ja, der ist hier bereit. Hier hast du noch mal einen Haufen mit ein bisschen mehr in der Reihe. Das ist der Scheiß, den er verkauft auf dem Markt. Aber das hebt er, rechts hebt er auf. Die hat er doppelt gehabt. Ne? Und genau. Hier sind die Unikate. Und so, da muss man seine Schädel schon gut kennen, um da doppelte raus. So einen habe ich schon. Ach, shit. Wo waren wir eben? Du warst noch. Ach, aber egal. Check Decarnation. Genau, Decarnation. Also, es ist so Pixel Art. Danke für den Tipp. Schreibe ich mir auf.
mit ein bisschen Silent Hill Musik. Da hat auch der Silent Hill Musiker ein bisschen dazu beigetragen. Und ich war, da gibt's eine längere Demo, die kannst du auch schon für so eine Stunde plus spielen. Oh oh, da unten ist was. Aber das eigentliche Spiel kannst du auch mittlerweile holen, ist vor ein paar Wochen raus, ein, zwei Wochen rausgekommen. Und es ist echt Pixelart, aber ziemlich verstörend mit Puzzles drin, wenn du spielst. Och komm. Wirklich? Wir hätten vielleicht Kampf auf leicht stellen sollen. Du hast nicht den PC-Schnellspeicherdaumen. Das ist, glaube ich, das. Nee, du hast nicht den Quicksave-Daumen. Der ist nicht so. Dieser Reflex, so mit der, wo die DP, Quicksave-DPM so richtig hochgedreht wird. Es ist so, wenn du Maus und Tastatur spielst, du hast ja F5, F7, was vor jedem Raum drin. Inklusive mal sich verdrücken und schon in eine andere Situation kommen. Nur aus dem Grund speichert man überhaupt noch extra, um diesen Fehler irgendwie alle die Gefahr paar Minuten, zu nehmen. Falls sowas passieren würde. Max Payne hat mir das häufiger mal zerschossen damals. Hey, Max Payne, Alter, von jeder Ecke. Da bist du wirklich von jeder Ecke, jeder Tür. Die haben es einem echt leicht gemacht. Und das Spiel dabei aber schwer gemacht. Ach. Also, ich hatte hier gesaved und war durch den Gang gegangen auf der Seite. Und da hat mich der Skorpion Johnny erwischt. Ja, es ist wirklich teilweise mit dem Nahkampf sehr undankbar. Du hast aber auch irgendwie komischerweise die Waffe, die man, glaube ich, schon längst hätte kriegen können und nicht bekommen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Du musst jedenfalls trotzdem viel nahkämpfen. Ja, so alleine für die Skorpione mit dem Feuer, da möchte ich ja nicht. Ah, ich hab so einen Sprengstoff, ne? Ich hab so dieses, das könntest Gas-Ding. Du mal benutzen, ja. Ja, Gas weiß ich schon wieder nicht, aber der Sprengstoff sieht gut aus. So, was haben wir denn für Items hier erstmal? Leere Triebwerke. Ja, das ist Müll, die kann ich wegwerfen. Geld. Und was ist das rechts? Das brauchst du alles gar nicht mehr. Das kannst du irgendwann in Röhrengestell halten für eine Schrott. Waffe, Medikamenten, Schrott, auch nur Schrott. Gasgranate. Du hast nur das. Nur Gasgranaten. Blutplasmabeutel, 0 Credit, 2 Schrott. Auch nur Schrott. Also ich, du hast nur Schrott. Granaten. Bis komplett Müll? Nein, dieser Dollar ist noch gut. Und ich habe 6 Granaten oder eine? Es liegt auf der 5 und du hast eine. Es liegt auf der 5, okay, weil da unten ist es. Okay, gut. Legst du darauf die 9, dann hast du mehr. Ich dachte, hier oben steht 6, aber es steht eine 5 da oben auch, ne? Ja. Okay. Also. Das Ding ist so ein bisschen auch ein Test für die Augen, also so ein Sehtest. Optiker verschreiben das Spiel auch für Sehtests. Ich krieg so früher 300 Xbox 360 Vibes, ne? Wo die nicht dafür gedacht haben, dass Leute das auch an. Fernsehen spielen, die nicht eine riesen Auflösung haben. Nur wie gesagt, ich glaube, entweder ist eine ästhetische Idee, Entscheidung, weil man will, dass das nicht so zugekleistert ist, oder es gibt eine Option, es umzustellen. Aber das haben die schon selbst gemerkt, nehme ich an. Humanoider Mutant enthält geizige Gegner. Jetzt bin ich schon im ein Gegner weg, safe. Ja, ganz so arg muss man es auch nicht spielen, aber ich finde es gut, dass du mittlerweile ängstlich nur noch durch die Gänge ziehst. So soll es doch sein, so spielt man das. Ist im Grunde auch Survival Horror, ne? Ja, ist ja. Wir haben es nur anders genannt. Ah, nee. Zwischen denen, weißt du selbst, ne? Also genau, einfach dazwischen einmal zuholzen. Ey, das ist eine Wand. Japanisches Raumschiff. Pappwand. Papierwand. Fast. Okay, er macht einmal Blitz, einmal Feuer. Nee, macht er nicht. Kann aber auch daran liegen, wenn du nah dran gehst, kommt, glaube ich, der Blitz. Wenn du ihn getriggert hast. Oh, ich hab ihn. Ja, der ist tot. Ich habe auch ein hohes Müdigkeitslevel. Guck mal, ob der was hat. Ich habe auch ein hohes Müdigkeitslevel. Ah, der hat. Müll, okay. Müll mitgenommen, okay. Ja, aber du kannst aus dem ganzen Kram halt später Waren machen und das ist schon sinnvoll, was einzusammeln, aber eben nicht alles. War diese Leiche schon immer da? Auf den habe ich gar nicht geguckt. Wir sind ja hier wieder bei der Schädelsammlung. Oh, ist das da ein liegt Mad-Pack? Noch was rum, ein Madpack, ja, ich glaube schon. Kiste mit Standardmunition, okay. Eine Waffe wäre jetzt geil. Ja. Also eine Schusswaffe zusätzlich. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. So, warte mal. Ah, warte mal. Was ist denn dieses Rote auf der Map? Du siehst diese orangen, genau, Dinge auf der Map. Kannst du ja auch mal machen, das? Genau. Was ist das Map hier? Einblenden. Nee, da ist nichts.
Okay, weil... Oder was meinst du? Oh, kommt ein Gegner? Nee, das ist die Klimaanlage hier. Map. Also da, wo ich stehe. Ja, hier, wenn du geradeaus rechts gehst. Genau. Was ist dieses orange Ding? Sicherheit steht hier. In der Legende. Ist das dieses Panel vielleicht? Das ist das Panel hier? Rührt sich nicht. Oder ist ich das weiß, das was hier? Du meinst, ja. Kannst du mal kurz auf die, kannst du mal Start drücken oder so? Ich möchte nur gucken, ob es eine Mission irgendwo angezeigt wird. Nee, da nicht. Gibt es vielleicht noch ein anderes Fenster? Ob sowas wie der Auftrag angezeigt wird? Wahrscheinlich bei Medien. Gut, letzter Ausweg, automatisierte Begrüßung. Vielleicht, nee. Also wenn, dann das vielleicht, aber ja. Okay, ja, wahrscheinlich ist es hier. Also hier, ich kann hier was bedienen und er sagt, reagiert nicht. Ich hatte dasselbe Problem, glaube ich sogar. Und ich glaube, es ist einfach eine andere, die Lösung ist simpel, dass es einfach ein anderer Raum ist oder so. Oder oben drüber oder so. Na gut, wir erkunden hier erstmal. Ich müsste genau, erkunde erstmal und versuche einfach nicht zu sterben. Siehst du, das ist doch schon alles neu. Okay, oh, der hat auch Health dabei. Ne, das ist keine, das ist Berserker. Ach, das damit ist, könntest du zum Beispiel mit, wenn du, ja, aber da könntest du halt vielleicht schon diesen großen, fiesen Roboter mit erledigen. Mhm. Tür war zu oben? Ja. Okay, oh, da noch was. Noch ein Audio-Log. Audiobook. Jetzt muss ich dazu eines sagen. Oh, nee. Hier, ja, ich sehe schon. Ich bin biologische Kontamination. Da sollte ich vielleicht lieber erstmal nicht lang. Ja, um ehrlich zu sein, das habe ich auch gedacht. Speichere ruhig mal ab. Okay. Also, sterben muss ja auch nicht. Aber du kannst da einfach durch und den Kram machen. Und das. Ich habe auch gedacht, brauch eine Maske. Ich glaube, die wollen, dass du einfach nur durchläufst und den Kram machst. Genau, einmal alles nehmen. Was passiert? Ja, ich glaube, da waren noch so langsam, ja. Aber ich glaube, da war sogar noch was. Ich glaube, es ist kein Raum, wo du rein musst. Nee, da ist nichts. Okay, da liegt noch ein, zwei Leichen. Da ist noch was. Ich glaube, die wollen dir einfach nur beibringen, ja, das ist Radioaktivität. Okay. Den Typ nochmal? Nee, auch nicht. Okay, na gut. Aber gut, da gab's siehst du, du hast nicht. Jetzt nicht so viel verloren. Okay, ja. Und dann dauert es eine Zeit, bis es wieder abklingt. Oder muss ich mir dann irgendwie so Red X wie bei Fallout dazu packen? Das wird hier erst relevant, wenn er irgendwann 30 Jahre später. Okay. Langzeitwirkungen sind verheerend. Wenn er hinten sitzt und Let's Plays macht, passiert das dann. Ja, dann gehen wir mal zu der Ecke, wo wir noch nicht gewesen sind. Malaka! Ey, es sind diese Momente, die sie echt besser gemacht haben als im Original. Weil natürlich hast du Angst vor jeder Tür. Aber die hier sehen bedrohlicher aus, jo. Weil sie einfach plastisch sind. Die kommen auch schön auf dich zu. Das ist wirklich was völlig anderes als im Original. Hier sind überall liegen Sachen, ne? Vorsicht. Ja, ich nicht einfach. Genau. Metaluna viel. Hier, hör mal von dem Honk. Ah, nee, Honig heißt der. David Honig. Guck mal, wie Dolph Lundgren mit Putin irgendwie zusammengemixt. Oh, liegt der was? Sure. Nee? Sure. Shodan has modified the regeneration base. So they can do things to you now. I'm gonna try to override the cyborg protocols for the medical level regen bay. If it works, then maybe I won't die from this infected arm. Okay, wir hatten uns ja schon in diese Regenerationsbucht gelegt. Heißt das, er hat sich schon repariert, dass sie mich geheilt hat? Oder werde ich da genetisch verändert, wenn ich mich da reinlege? The Gifted Keeping. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, nee, alles ist cool.
Aber du hast einen guten Punkt gemacht. Das könnte ja sein, dass das die große, ich weiß es wie gesagt auch nicht, die große Konklusion am Ende ist, dass diese Regenerationskammern in irgendeiner Form. Ja, wenn wir schon benutzt werden, ohne zu spoilern für die Leute, die Season 3 Picard nicht gesehen haben. Ich wollte es gerade sagen, ne? Wollte aber nicht spoilern. Aber ja, so ein bisschen. Naja, okay. Genug davon. Also okay, von hier bin ich gerade vorhin runtergekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zurück. Ich meinte, vorhin war ich nur so begeistert, da kannst du Sachen hinwerfen. Kannst du ja kurz mal recyceln. Dass du diese kleinen, schmalen Leitern halt sofort gefunden hast. Aber ja, du kennst sie mittlerweile auch schon. Werfen mit. Also nur wirklich den Müll wegwerfen. Ne? Ja, gibt's einen Autobutton für den Müll wahrscheinlich nicht? Ich glaube nicht. Und das ist auch so eine Sache, die ist scheiße. Du musst wirklich Y gedrückt halten oder Y drücken und dann wegwerfen. Ja, ablegen, genau, ja, so. Kann ich das? Ja, das kannst du mal versuchen. Ja, so geht's auch, siehst du? Geil. Okay, also. Da sieht man auch gut, wie es eigentlich gedacht ist mit der Maus. Schrott. Munition. Ach, schön, dass das da wirklich auch liegt. Oh, nee, ist voll, glaube ich. Ist voll. Voll, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, ist voll. Und dafür kriegst du jetzt rechts irgendeinen Schmodder. Nee, das jetzt hast du wieder alles genommen. Du kannst es auch einfach behalten, komm, scheiß drauf. Ach, und aber dann kriegst du hier rechts eben ich gedingelt. Hier Points, I get it. Flasche zu Geld. Lass mich das einmal machen, weil wir hatten ja auch diesen diese Station gesehen, wo du Credits ausgeben kannst. Ne? Ja. Oh, links siehst du übrigens die Recyclingstation. Das ist gut gemacht. Jetzt ist voll. So, zurück mit aber zurück. B. Ich glaube, du musst noch irgendwie da. Kohle! Krieg 2 Cent. Ja. So, und ich habe ja schon, ich habe 5 Cent jetzt. Ey, und du brauchst echt viel. Also, es ist wirklich eine müßige Arbeit. Aber das Schöne ist, wenn du wirklich was brauchst, kannst du es dir mit harter Arbeit. Und das sollen Spiele doch vermitteln. Ja, man arbeitet für dein Geld. Und du musst ja auch das Gefühl haben, dass du wirklich was schaffst und vorankommst. Dieser Code, an dem waren wir noch nicht vorbeigekommen. Vorhin. Hier war der ballernde Typ. Also das hat. Wenn du dich vorbereitest, dass der Typ jetzt kommt, kannst du ja mal versuchen, den Berserker zu nehmen. Ja. Und ihn dann einfach umzuhauen. Okay. Warte mal ganz kurz, bevor du jetzt irgendwas machst. Da ist er. Bevor du ihn rufst. Warte doch kurz. Ja, ich warte. Das ist die Tür da vorne. Okay. Weil da sind, glaube ich, noch 1-2 andere Gegner. Der Grund, warum ich so Panik mache, ist, ich weiß nicht, ob du mitten im Kampf diese, zum Beispiel das Medi-Pflaster benutzen kannst oder ob ich drücken soll. Lass mich. Wenn du mir die Tastatur gibst, könnte ich nämlich drücken. Du musst das Ganze wahrscheinlich. Ich muss das Ganze, lass uns mal Koop hier spielen. Das ist eigentlich gar keine dumme Idee, das hätten wir schon viel früher machen sollen. Ja. Hier von Nerdytech. Danke, Nerdytech, für den Couchmaster, ne, der neue. Das wollte ich nicht. Spiel schon instinktiv die Maus in die Hand. Okay, genau. Ich warte. Also wie müsstest du da nur die 8 drücken oder müsstest du noch was bestätigen? Ich denke ich mache extra nichts. Lass doch mal was testen von den anderen Sachen. Lass mal das Medi-Pflaster nehmen auf den neuen. Mal sehen, wie wir das auslösen. Moment, aber du brauchst es noch. Jawohl. Ja, lass, ich habe hier jetzt gesagt, wir testen jetzt gerade, okay. Es ist nur das. Und du da musst du noch bestätigen. Nee, okay, ich drücke nochmal 9. Nee, du musst es noch nehmen. Quadrat. Ich probiere alle Tasten. Hä? Rechter Trigger war es, glaube ich. Ah, okay, der, ja. Okay, also 8 alles. Und dann mache ich rechter Trigger. Okay, jetzt hast du volle Energie. Genau, und jetzt musst du gleich den Berserker nehmen, aber eben, sobald du den Typen triffst, könnte es schon zu spät sein. So, ich gehe wieder zurück. Nee, genau, da lang und. Andere Seite. Also geh nicht direkt in den Kampf, weil du musst ihn noch nehmen. Ja. Oh, das wird geil. So, hau rein. Sicher? Ja. Okay. Und. Gaboinga! Oh Mann! Ah, umgewälzt! Alles muss Brei werden! Inklusive mir. Aber es war gut. Ich hab den auch gebreit. Du hast auf jeden Fall gehauen. Ja? Du hast gebreit, du hast zurückgebreit. Ich war Runaway Bright. Runaway Brei, never come back. Runaway Train war das, glaube ich, ne? Ja. Aber wenn man ehrlich ist, aus den meisten Kindern, die abhauen, wird irgendwann Brei. Kennst du noch die Band? Warte mal. Mann, natürlich. Fängt mit dem S an. Fängt mit dem S an. Mann, ich 100-mal gesehen. 2 Wörter. Mann, ich. Nee, sag's. Soul Asylum. Soul Asylum, natürlich.
Wahnsinn. Ich glaube, ich habe die Single sogar irgendwo noch. War das nicht das, wo der Junge den Hut, den Dunce-Cap aufhatte? Egal, ist auch schon 100 Jahre her. Ja, ja, ich weiß auch nicht mehr. Nee, hatte ich auf jeden Fall nicht. Ich bin ganz angetan davon, muss ich sagen. Also als jemand, der überhaupt keine Berührungspunkte hat. Man sieht, wie du schon gesagt hast, wo viele Spiele ihre Inspiration hergenommen haben. Und ich finde es ja auch ein interessanter Weg, wirklich dieses so Oldschoolige mit modernerer Optik miteinander zu verknüpfen. Das macht es für mich spannender, als wenn es jetzt hier alle modernen Annehmlichkeiten mit verbaut, aber du lässt es eins zu eins, wie es vorher war, wäre auch nicht exakt das gleiche gewesen. Ja. Ich will schon auch den Oldschool-Anspruch haben. Sehe ich genauso. Ich hätte mir ein paar Quality-of-Life-Geschichten gewünscht, was so das Item-Management angeht. Und man hat wirklich, du hast es ja auch, man hat es wunderbar bei dir gesehen und bei meinem Let's Play auch. Und ich wette, bei allen, die ersten Male, wenn du irgendwie, ja, wie kann ich denn das Item nicht jetzt benutzen? Weil, dann mach doch X oder A. Mhm. Nimm doch X, A und RB, wenn es sein muss. Weil die Buttons ja eh nichts gebracht haben. Also, das ist so häufig, musst du dir das angewöhnen, welche Kombination du drücken musst. Das würde ich noch mal, also es geht, ne, weil es ist ein PC-Spiel mit Maus. Dafür haben sie es gut umgesetzt. Aber es könnte noch irgendwie mehr Quality of Life haben, mehr Shortcuts. Ja, aber ansonsten finde ich das auch toll. Ich habe es ja auch nicht durchgespielt im damals, im Original. Und ich habe das noch ein bisschen länger gespielt. Und ich muss auch sagen, da kommen jetzt auch gleich noch, hätte noch ein bisschen gedauert, aber da kommen noch ein, zwei Szenen, wo Sho dann mit dir spricht, wo du ein bisschen noch mehr in der Geschichte aufgehst. Und dann noch gibt's ja auch noch hier Virtual Reality, wobei ich die nicht so geil fand. Aber es gibt quasi so noch echt viel, was auf einen wartet. Und deswegen kann ich es euch empfehlen. Und ich werde es wahrscheinlich auch noch weiterspielen. Ja, mal, man kann jetzt schon deine Session bei dir bei Twitch dann noch mal angucken, was du bisher gemacht hast. Genau, wer will, ja. Also, gibt's immer irgendwas. Ja. Aber wichtiger ist natürlich der Rocket Beans Supporters Club, dass ihr nämlich solche kleinen Blicke in Spiele, die euch vielleicht interessieren, auch mal so die kleineren Indie-Spiele von zwei absoluten Profis der Retro-Szene, was einfach nur heißt, wir sind sehr alt. Wenn ihr das häufiger sehen wollt, dann spendet. Ich hab gedacht, ja, spendet dann, und wenn die nicht können, machen wir das dann. Ja. Wir würden auch gerne jemand anderen hier hinsetzen. Es gibt niemanden Kompetenteren. Und das ist das Traurige. Nein, wobei, das hätte ich auch gerne noch mit anderen Leuten gesehen. Ich wette, vielleicht hat Reinke das damals gespielt. Naja, der ist auch ein bisschen älter. Ne? Ja, ja. Wir hätten sicher noch ein paar andere gehabt, die hier sitzen könnten, weil es ein toller Titel ist. Viel Spaß damit. Ja.